Total und recht herzlich willkommen zur Star Wars Show, leider in 4K, weil die andere HD-Kamera, die Flugkamera, Steadicam und so weiter nicht ging gerade, warum auch immer. Ob die Kamera oder nur das Netzteil. Deswegen bin ich gerade auf die 4K gesprungen. Die Bösen unter euch, richtig. Eine Scheiß-Sendung bleibt eine Scheiß-Sendung, auch wenn sie in 4K ist. Ich ist richtig. Morgen! Guten Morgen! So, meine Kunden finden das nicht, die finden das okay, was ich da mache. Also was ich da mache, ist ein Versuch gewesen, weil es geht nicht mehr. Weil Star Wars ist Disney und Disney ist knallhart. Seit heute gelesen, Amerika, das Museum Star Wars ist zu Ende. Erstmal gestutzt, ist klar. Das sind so Überschriften, da muss man stutzen und sagen, stopp mal, Museum Star Wars. Wenn man dann durch den Artikel sich gewuselt hat, den Brian Johnson da verfasst hat, dass er Star Wars als Museum sieht, ja, irgendwann kommt mal ein Film raus, nach Jahren, und dann geht man dann pilgert man dahin und ja, man war dabei, hat er recht, so war das, ja, wenn man sieht, 77, 79, wie die Filme kamen, dann 83 und so weiter, ihr könnt ja selber drauf gucken, wann die Filme erschienen sind, so, 4 bis 6, und 99, wie mit 1 anfing und bis im Jahre 2000, dann die nächsten, so, Jahre, verflossen, bis man halt ein Star Wars genossen. So, ja, ein bisschen Ulken muss sein. So, meine einer mit der Euphorie, sagen viele immer, du schwankst so in meiner Community über 1000, euer Admin hier, der das beruflich betrachtet und beruflich sieht und nicht als Fan, wird auch kein Fan werden, das wird weiterhin so ein bisschen beruflich bleiben, nur merkt ihr ja selber, ich will euch ja nichts verkaufen, ich will euch ja nichts andrehen, ob das hier BBA ist, ja, und so weiter. Ich liebe den Film. Ich liebe die Aufmachung des Films und ich liebe, wie der Film gemacht wird. Ja? Wenn ich wirklich Zeit habe, Zeit, heutzutage ist Geld Zeit, dann würde ich da hinfahren und mir das anschauen in Ruhe. Und wenn ich die Genehmigung bekäme, dürfte ich filmen, tätig ist und würde es euch zeigen. Das hier ist alles so experimentell. Ich muss nicht, davon muss ich nicht leben. Also das, was ich jetzt hier mache für Star Wars, muss ich nicht leben, weil Star Wars habe ich nichts mit zu tun, mehr, weil es vorbei. Disney will es nicht, Disney will kein eigenes Magazin, Disney will diesen, nein, vergesst es, fragt gar nicht erst nach. Freunde, die untereinander, die müssen sich auch so nennen, Fantasy-Clubs oder Fantasy-Vereine, richtig Star Wars, das haben die nicht so gerne, absolut nicht, nein, das wird sein. Also hier ist auch keine Star Wars-Base, hier ist mehr Fantasy, Carpe Diem, greift dir den Tag oder so, also wie gesagt, die Zeit des weißen Mannes bei Star Wars ist vorbei. Ich las also weiter. Also die meinen das ziemlich ernst. Ich auf der Community-Seite könnt ihr das Original sehen, könnt ihr übersetzen und nachforschen. In Amerika wird jetzt umstrukturiert. In Amerika wird Star Wars ein Produkt. Ein Produkt, wie so ein Nahrungsprodukt. Sollen wir das zu uns nehmen? Viele Eingefleischte fragten, du immer wegen Übersättigung stirbt das Ganze nicht oder so, ne? Da sagten die auch immer, Sättigung, was soll denn das? Ne? Die Zeit des Museums ist vorbei, habe ich ja gerade gesagt. Boah, heavy. Also schön weitergelesen. Also, Star Wars wird weiblich, weiblicher auch in der Arbeit, in der Struktur. Ob nachher männlicher Darsteller zu sehen sein werden, später weiß man nicht. Han Solo ist, Han Solo bleibt ein Mann. Ob da andere... Ne? Ich stelle euch heute, während dieser Sendung stelle ich, also wenn Amazon liefern sollte, weil ich dort bestellt habe. Diese Figur erscheint heute am 20.04.2018. Erscheint diese Figur heute und ich möchte sie euch zeigen. Die andere Figur ist halt Han Solo persönlich mit seinem Fahrzeug. Ist auch bestellt, ist aber leider auch noch nicht in Deutschland lieferbar. So, ich hab mit mir
gerungen, das machst du. Ne? Machst du totalen Schwachsinn, der kommt gut an. Also totaler Schwachsinn kommt gut an. Da geht die Post an, von der besten Beleidigung bis zur schlimmsten Beleidigung. Muss man dann über sich ergehen lassen, dann ist man gezwungen, so ein Videoclip dann No Posting einzustellen. Also dürft ihr dann nicht kommentieren, weil es lohnt sich nicht, es soll auch Spaß sein. Dieses Video wird auch Spaß gemacht, ich muss es nicht machen, wichtig, ich muss keine Videoclips machen, weil ich mache berufliche Filme und dann verdiene ich genug und dann seht ihr es nicht und so weiter. Deswegen mache ich das. Für mich ist Star Wars ein riesen Spaß geworden, zu sehen, wie die Leute da im Hater-Bereich abgehen und wie die Leute da doch ein bisschen smoothie im Lover-Bereich abgehen. I love Star Wars. Das ist ja so traurig, dass sie das so machen. Die Hasser, ne? Die Hasser mögen auch dieses Video nicht, die mögen mich nicht und dann geht's richtig zur Sache. So, da ihr seht, dass ich dabei lächle und schmunzle, könnt ihr mir glauben, ist vollkommen okay. Also noch einmal, Scheiße in 4K bleibt Scheiße, umso schärfer es ist. Ne? Also jetzt seht ihr mich in 4K und ich hoffe, auch 4K könnt ihr sehen. Durch Zufall, wie lange ich auf 4K bin, weiß ich nicht, weil die Kamera sollte nicht defekt sein. Sollte die Kamera defekt sein, wird eine andere hier hingestellt, wofür dann hier oder womit dann gearbeitet würde. So, Star Wars wird neu. Star Wars könnt ihr euch auf den Kopf stellen, Hurra schreien. Alles, also Star Wars soll reine Kommerz, also Star Wars ist ein Kauf-mich-Tempel, kauf mich. Star Wars müsste so ein Typenschild dran sein, wenn du Star Wars nicht kaufst, dann fehlt dir was, ja. Mittlerweile ist das so. Ich sehe das auch so, wie gesagt, auch sehr humorvoll, sehr humoristisch. Würde mich wirklich freuen, ich lasse dieses Video mal so laufen und würde mich freuen, wenn ihr in der Community oder bei YouTube oder da, wo das Video gerade zu sehen ist, euch von mir aus echauffiert, drunter schreibt, ach, hört auf, mich zu beleidigen. Leute, das interessiert mich nicht, ob ihr mich beleidigt oder nicht. Ja? Ich stehe auch nicht in irgendeiner Ecke und rede dort oder was. Ich bin auch kein Prediger vorm Herrn. Mir macht Spaß. Ich bin ein Filmemacher, noch einmal, das ist Beruf. So, und wenn man beruflich davor steht und nicht im Rampenlicht oder kein A-Promi ist, bekannt ist, Leute, ich bin so bekannt, das dürft ihr mir glauben, ich bin bekannter wie Star Wars. Aber egal, das ist nun mal Beruf. Punkt. So, Star Wars, Krieg der Sterne, alles vorbei. Wie gesagt, ich musste ja auf das Schaufenster alles rausrollen, weil ich um die 30 Grad da drauf habe und ihr wisst, Figuren mögen solch eine Hitze permanent nicht. Und ich vermute, dass auch der Transformator das nicht abkonnte, der da die Kamera speist. So, wenn ich so zwischendurch da hingucke, ist klar, ich habe heute das Fenster auf, die Leute schauen, was macht er denn da? Natürlich, ich spreche dann, ich winke dann und die nicken dann und gehen weiter. Wir haben Wochenende und ich freue mich, heute in 6 Tagen euch den Film vorzustellen, E8 auf Home Kino. Ich freue mich schon drauf. Wie gesagt, ich habe einen Beamer extra bestellt, 3D, eine 4.500 Ansiedlung, damit es richtig schön hell ist. Wer sich da auskennt, man braucht nicht immer so viel Ansiedlung, besonders nicht in Kellerräumen. Aber man will das ja hier betreiben, wo Licht ist. An sich müsste ich hier schon fast 8.000 Ansilumen haben. Aber so viele Leute kommen nicht zum Gucken und deswegen reicht das für mich. So, meine Kollegen laufen hier immer runter, weil die verkaufen ihre Ware online und dann müssen das immer zur Post bringen. Star Wars verkaufen die auch, aber nur Rebell. Nur die Rebell-Bausätze verkaufen die, Spielwaren punkto Rebell, / Hasbro und so verkaufen die nicht. Die Star Wars nur als Ware sehen, kaufen, verkaufen, sind eine andere Gilde, wie einer, der Star Wars als Spaß sieht. Das hier, was ich jetzt hier mache, ist für mich Hobby, vor der Kamera zu sitzen und über Star Wars zu philosophieren. Ob das gemocht wird oder nicht, das ist hier zweit- und dritt- und viertrangig. Es geht mir einfach nur darum, was gesagt zu haben. Nach 41 Jahren Star Wars, und wenn man das so liest, sich zurücklehnt und sagt, hey, was erzählt der denn da? Museum, Star Wars ist ein Museum, man geht da hin und so weiter. Also Johnson, Abrams, die ganzen neuen Regisseure, alle die Game of Thrones mögen. Wisst ihr, wie viele Regisseure dort waren? Geht mal rein und schaut mal nach. Eine Menge Regisseure waren bei Game of Thrones. So, die ersten beiden, die dort genannt werden bei Game of Thrones, sind jetzt hier Regisseure auch
die irgendwas machen werden. So die Trilogie macht Johnson, eine neue. Und deswegen spricht er auch so. Er will anders, mehr Vielfältigkeit. Der will das komplett erneuern. Ja, er will das nicht mehr. Ihr müsst mal diese Artikel lesen, die da verfasst werden. Leider nur in Amerika, hier kaum Deutsch. Hier in Deutsch wird immer nur so das Produkt beworben. Ja, ob das Movie Point ist, keine Ahnung, wie die ganzen Magazine über Filme da sind und darüber sprechen. Ja, sie sprechen aber alle Filme so, dass man animiert ist, die zu sehen, animiert ist, die zu kaufen. Meiner einer macht das nicht, meiner einer erfreut sich daran. So, wie gesagt, ich werde sicherlich hier alles mal umbauen, umstellen, weil ich bin nicht Star Wars. Ich habe mit Star Wars auch nichts mehr zu tun. Das ist vorbei, verkauft worden, aus, Ende. George Lucas hat alles fallen lassen, auch uns, die damit zu tun haben, fallen lassen. So, 60 Jahre Lebenserfahrung, 50 Jahre Berufserfahrung und 40 Jahre Star Wars. Hallo, in der Zeit auch noch. Grüße, Morgan. So, okay. Möchte euch heute sozusagen eine Spaßsendung, eine Star Wars Spaßsendung. Ihr seht ja hinten im Range, weil die 4K hat einen größeren Range, wie die Steadicam, die da auch fliegen kann und dann immer im ne, und so weiter, wo man Action mitmachen kann. Mit dieser könnte man keine Action machen, hätte man sofort Ärger. Um das mal klar gesagt zu haben. Ihr seht hier so ein bisschen Amazon-Verpackung. Wie gesagt, ich arbeite dran, dass die neue Figur kommt und dass ihr die euch gleich anschauen könnt. Und dann werde ich euch auch verraten, wie diese Figur heißt. Und ich kann euch nur sagen, auch das ist eine weibliche Figur. Ja, ist eine weibliche Figur. Ihr seht halt, egal, erkläre ich nachher, jetzt noch nicht. Ich habe heute kein Plauderwasser getrunken oder so, sondern das ist eine Sendung. Ich habe hier eine YouTube-Sendung. Wie gesagt, die Bösen haben immer was drauf. Die interessieren mich auch gar nicht. Die Hasser, die sollen sich von mir selbst hassen. Die können sich von mir vom Spiegel stellen und sich hassen. Das ist mir sowas von mir egal. Morgen, Grüße. Morgen. Dieser Kuh? Top. Eure Reaktion darauf, auf die Wahrheit und nicht als die Wahrheit, dass, wie gesagt, Star Wars jetzt ein Massenprodukt wird und nicht mehr Kult ist. Das heißt, man geht alle 10 Jahre oder alle 5 Jahre ins Kino und schaut sich einen Monumentfilm Star Wars an. Die momentanen Filme, also Momentfilme oder Cinemascope-Filme in meiner Zeit, diese Wahnsinnsdinger, die Zeiten sind ja auch in meinem. Ist ja auch nicht mehr. Es gibt kein Cinematik mehr, es gibt kein Technicolor mehr. Ja, also da sollen wir uns ja auch nicht drüber. Es gibt ja auch kein THX mehr in dem Sinne. Es gibt auch das 3D nicht mehr so, wie wir es kannten. Ja, das 3D war nun mal IMAX in meiner Zeit der 60er, 70er Jahre mit der rot-grünen Brille da oder je nachdem, wie sie uns da was gegeben, verschiedene Versionen und wir saßen alle gebannt davor und am Montag oder am anderen Tag haben wir dann darüber gesprochen. Ja, ist richtig, er weint, der tut mir ja leid, aber ist halt so, ihr seid bei der Community, Star Wars Community hier bei Facebook, wollt ihr nur eingeben, Star Wars Community, wir reden darüber und meiner einer versucht halt filmtechnisch darüber was zu machen, er arbeitet auch eine richtige Sendung hin, er macht natürlich sich manchmal auch zu einem Honk, Vollpfosten, wie die Hater mich dann titulieren, die mich dann überhaupt nicht kennen, sie sind weder befreundet. Wir haben uns wieder so, die meisten, die mich angreifen, haben null Follows oder haben null Inhalt, aber reißen den Mund auf bis zum geht nicht mehr und machen mich da fertig. So, noch einmal, beruflich sieht alles anders aus und hobbymäßig auch. Ja, ist klar, also für mich ist Star Wars nur ein USA-Filmprodukt und so wird dieses auch von mir bewertet, ne? So, und dann steht da unten und spricht nicht so, sonst fehlt dir bald die Religion und der Sinn zum Leben. Nee, der Sinn des Lebens, weil Star Wars ist für mich keine Religion, Star Wars ist für mich normal. Ich finde es toll, vielleicht mal so zu leben. Ich finde es auch toll, im Cosplay, mit so einer Cosplay-Kostümierung zu leben. Zu wandeln. Steht ja hier, ich lebe ja so. Ich lebe ja im Star Wars hier. Ich habe eine Star Wars Dekoration, die auch kaufbar ist. Ich zeige euch gleich, sollte wirklich heute
die Figur geliefert werden, zeige ich euch heute ja auch die Figur, worüber ich dann sprechen möchte. Das hier ist die sogenannte Einleitung der Community, der Star Wars Community. Ich habe heute Morgen, wie gesagt, mit Amerika gesprochen. Burnout gibt es nur bei Babylon 5. Sehr gut. Burnout gibt es nur bei Babylon 5. So, der eine regt sich da wieder auf, die Hater regen sich auf, natürlich, 100. Post, ich weiß das. Ja, wenn du das weißt, das ist so schön. Also wenn du etwas weißt, was du weißt, dann ist das okay. Dann, ne? Aber es gibt ja auch noch andere, die das nicht wissen. Ne? So, die da nicht wissen. So, ich muss mir jeden Tag auch was anhören, obwohl ich weiß, ich bin in Kenntnis dessen, aber trotzdem höre ich mir an, weil jeden Tag neu. Jeder Tag ist neu und kann sein, dass ich schon mal was vergessen habe. Aber meistens vergesse ich nicht und wenn der Kunde mich dann anspricht, ich weiß das ja, ich mache ja dasselbe noch einmal für ihn, ob das Film, Foto oder Copy ist, irgendwas mache ich immer und ich mache es so, wie der Kunde das möchte. Dennoch muss ich zuhören, was der Kunde von mir möchte. So, wie gesagt, da haben heutige einige die Posts reingeknallt hier. Vielleicht mache ich so eine Sendung, dass ich vielleicht einmal im Monat hier so eine Abhandlung mache über meine Ergüsse, die ich da reinknalle. Und dann eure Ergüsse vielleicht von den Verrückten oder Cosplayern oder. Mache ich aber nicht, weil wir bleiben ja jetzt hier bei meiner Community. Ich habe einen fröhlichen Japaner, den ich da, oder Chinesen, keine Ahnung, den ich nicht verstehe. Der hat da reichliche Thai-Bäume da reingestellt. Hat mit Star Wars nichts zu tun. Ich lasse ihn aber drin. Sollte einer von euch sagen, nee, lass es nicht, dann nehme ich es raus. Aber ich lasse es drin. Dieses ist das erste richtige Video in 4K für euch als Star Wars Community. Die Star Wars Community bei Facebook und wie gesagt die Videoclips bei YouTube haben einen sogenannten Lach mich weg Charakter. Okay, lacht euch weg oder keine Ahnung. Ihr sollt es auch hin und wieder ein bisschen ernst nehmen, weil hin und wieder ist es auch ernst gemeint. Das Ganze, wie gesagt, dass es so ist. Für die, die es einfach nicht hinnehmen wollen. Für die, die nur 4-6 Ende aus, 4-6 Ende aus, du kannst mich mal. Und die anderen sogar 1-3 und du kannst mich mal. Also hier ist ja alles. Soll ich 4-6 sehen? Ich habe 1-3 gesehen. Oder ich habe auch gar nichts gesehen. Wie soll ich mir das denn angucken? Na? Und so weiter. Also meine lieben Freunde, 1-unendlich würde ich sagen und zwischendurch das andere auch. Wie Rebels und wie der heißen. So, ich gebe auch hier Antwort gleich. Und so weiter. Ne? Er noch lernen viel muss. Ich finde das alles sehr interessant von Leuten, die ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen habe. Ja, er noch lernen viel muss. Sprich nicht so, sonst fehlt dir bald Religion und der Sinn zu leben. Ja, Star Wars ist nicht Leben. Star Wars ist ein Film. Star Wars ist Merchandise. Star Wars ist Geld verdienen. So. Beruflich einen Film daraus zu machen oder beruflich irgendeine Sendung daraus zu machen, oh nee, Unterstützung bringt da nichts. Und dass ich das überhaupt gemacht habe, ist, weil wir das schon seit 10 Jahren machen, seit weit über 10 Jahren. Und wir haben ja auch so viel Spaß gehabt und diesen Spaß versuche ich euch ja auch zu übermitteln. Natürlich wäre es super, wenn es eine sogenannte filmische Star Wars Community gäbe, wo man sich wirklich nur mit Filmen sich gegenseitig, also sagen wir mal, einer schmeißt da was rein, man nimmt das auf, man spricht dann darüber, man zeigt, worüber man spricht und gibt ihm dann sozusagen ein Feedback. Gab es damals bei Sevelo, da mussten wir uns nur per Video, also schreiben konnten wir nicht, wir mussten darauf eingehen. Wir haben da irgendwas gesehen und wenn wir da antworten wollten, mussten wir einen Videoclip machen und mussten demjenigen dann, wie gesagt, Auge in Auge das rüberbringen. So war es bei 7Load. So bei YouTube, da kann ja jeder einstellen, du kannst drunter schreiben, du kannst auch nicht drunter schreiben, du kannst es auch ignorieren. Punkt. Ja, genau. So zum 12.000 Mal, ne? Also, ein richtiger Star Wars Fan hat normalerweise die Filme schon auf DVD oder Blu-ray zu Hause. Bei Netflix habe ich lediglich die Filme geschaut, weil es schneller ging beim Zappen. Bei Netflix und ich einfach zu faul war, die Blu-ray einzulegen, genau so. Er hat ein bisschen mehr geschrieben.
genauso wie ich mir bei MaxStorm EP7, Rook One und EP8 gekauft habe, obwohl ich die Blu-Rays auch immer bei mir zu Hause liegen habe, beziehungsweise haben werde, weil ich es nicht aushalten kann, bis die Filme zu Hause ankommen. Ja, ist willkommen im Club. Namen nenne ich nicht, aber er hat recht. Er ist 77, 79 und das Ganze, also meiner, forget it. Fieber, es war so, irgendeiner hat irgendwo eine Raubkopie mitgebracht, man musste haben, VHS, ja. Sau schlechte Kopie, aber Hauptsache der Ton, weil Hauptsache es war Star Wars. Und darum hat Johnson recht, das Museumsfeeling ist zu Ende. Ja, also wir kriegen jetzt so, also es kommt auf uns was zu, da haben wir immer Star Wars. Ja, wie er schon sagt, das Streamen, Hauptsache das Ding ist da, Hauptsache man kann es sehen. Den einen Videoclip, den ich vorhin meinte, die Hater da auseinandergenommen haben, wo ich dann zufälligerweise auch über 12 Stunden habe diesen Stream laufen lassen, weil er aus irgendwelchen japanischen Ländern kam, in Deutsch synchronisiert, über Kanäle wie Dailymotion, keine Ahnung, ich kannte die, also Dailymotion kenne ich sehr gut, da habe ich lange genug für gearbeitet, aber die anderen kannte ich nicht und dann habe ich mir die besten da rausgesucht für den Videoclip. Das sollte ja auch so sein, hinten im, wenn man den Monitor hinten dann gesehen hatte, war das ja auch die Qualität, das war ja auch alles so gewollt. Ne? Also der ganze Videoaufbau, der ganze Videoclip war ja auch so gewollt. Einer schrieb drunter, 7 und 8 passt nicht zusammen. Der andere, oh, da macht endlich einer mal wieder GIF-Animation. Ne? Ja, GIF-Animation, es gibt ja kaum noch GIF-Animation. Ne? Ja, in dieser verdammt zu schnellen, langlebigen Zeit, zack, 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 was soll man denn da noch drehen? Ja, dass ich jetzt hier 4K gemacht habe, für die 4K haben, haben mich halt jetzt noch schärfer da auf der Bildlampe da wie sonst. Na, HD habe ich mir gedacht, reicht, reduziert auf 480 reicht auch. So, jetzt könnt ihr mich reduzieren rauf bis über 3000 dpi oder runter reduzieren auf 320 dpi und ich komme, wenn ich Glück habe, immer noch scharf zu euch an. So, wie gesagt, heute ist wieder dieser Freitag. Freitags mache ich diese Wahnsinns-Videoclips. Wie gesagt, heute ich gelesen, informiert, angerufen. Und wie gesagt, man kann mit viel Geld dorthin zum Set. Und man darf auch alles aufnehmen und so weiter. Aber dann muss man etwas unterschreiben, dass man das, was man hat, nicht veröffentlicht. Hä? Und deswegen bringt das nichts. Ich meine, für sich selber zu Hause, ja, aber... Ich weiß, was ich gemacht habe und ich weiß, was ich gedreht habe und euch das nicht zeigen zu dürfen, ist albern. Deswegen mache ich sowas nicht mehr. Ich hätte jetzt zwar wieder Interesse, beziehungsweise bei Han Solo hatte ich das Interesse, deswegen weiß ich, was auf uns zukommt und ich weiß, wie alles aussieht. Wie gesagt, diesen Hangar, wo jetzt hier immer gedreht wird und auf der Rückseite die 8 gedreht wurde, auch alles nachgebaut an der großen Autobahn. Ja, ist eine Autobahn. Also hier ist das Filmgelände, dann sind da Autobahnen, dann ist ein Feld, so eine Feldgeschichte. Und das ist hier in England. Ja, könnte auch hin. Muss man nur gut bezahlen und ich dann sehen. Also es macht richtig Spaß, wie gesagt. Ich werde auch gleich drunter schreiben. Ich freue mich, wenn ihr schreibt, dafür ist die Community gedacht. Die richtigen Hasser, die also wirklich unter die Gürtellinie gehen, die möchte ich halt nicht, weil das bringt doch nichts. Das ist ein Spaß. Star Wars ist für mich auch ein Spaß. Das, was ich hier mache, ist auch Spaß. Das Ganze darf niemals so ernst gesehen werden. Auch meine Zuschauer hier, meine Kunden, wissen das, dass das Spaß ist, weil viele Kunden das schon gesehen haben und rein, ey, ich habe deinen Videoclip gesehen, das war ja wer. Oder die kommen rein, hey, Medienkanzler, wie geht es dir, ne? Also weiß ich Bescheid, dass wir mal wieder was gesehen haben. Ich bin kein Roboter, ich lasse auch keinen Roboter zu, der jetzt hier so tut, als ob hier 30, 40, 50.000 das gesehen hätten. Das kann ich machen, ich kriege jeden Tag so ein Anschreiben da, du zahl mal eben 4 Euro, 5 Euro, 7 Euro, dann kriegst du 2.500 oder 75.000. Ne? Also ich soll meine eigenen Videoclips soll ich bezahlen, damit ich so tue, als ob ihr diese Videoclips euch anschaut. Noch einmal, die 4 Personen oder die 5, die sich das hier anschauen und auch mit mir kommunizieren und auch vorbeikommen und kommunizieren und über das, was ich gesprochen habe, auch
sprechen, macht Sinn, macht Spaß. So, die anderen würde ich nicht zulassen. Also, ich hatte schon mal 6,8 Millionen Zuschauer, das war aber Fernsehen. Also, Fernsehen ist was anderes wie jetzt diese Videoclips. So, und zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht und da war das neu. Das war 1995, Punkt. So, habt ihr gelesen also, es ändert sich, Star Wars wird noch weiblicher. Star Wars, die Herrschaft der weißen Männer ist vorbei. Ja, was immer damit meint, also er meint nicht die weiße Hautfarbe, sondern die Männer. Star Wars wird bunter. Ja, wird bunter. Vielfältiger, reicher, voluminöser. Lasst uns überraschen. Johnson, Johnson, Johnson haut da voll auf die Trompete. Ja, 11, also 10, 11 und 12, diese Trilogie, die will er da so richtig, ne, der haut da rein. J.J. Abrams ist froh, dass er jetzt die farbige Regieassistentin da hat, die für Stunts zuständig sein wird und so. Lass uns mal überraschen. Also demnächst werden bei Star Wars genauso viele Regisseure sein wie bei Game of Thrones, wenn die so gnadenlos durchziehen. Also wie gesagt, Netflix zeigt nichts mehr, die anderen zeigen auch nichts mehr. Beim Movie Pilot konnte man sehen, wo man die kaufen kann. Ihr könnt also E8 schon sehen für 13,99 oder 16,99, je nachdem bei welchem Stream-Dienstleister ihr die Sache runterladet. So, da ich ja auf diese Figur warte, will ich jetzt natürlich mit euch nicht so lange auf diese Figur warten. Deswegen unterbreche ich jetzt, mache wieder so einen kleinen Clip dazwischen. Und danach, wenn ich Glück haben sollte, werde ich diese Figur euch zeigen. Und wenn ich nächste Woche Freitag Glück habe, kann ich auch eben kurz den Film hochzeigen, dass ich ihn wirklich habe. Als Steelbook hatte ich ihn bestellt, auch schon bezahlt. Ich warte nur auf die Auslieferung und dann kann ich vielleicht eine Woche später auf dem Freitag die nächste Figur vorstellen. So ist das jetzt so meine Idee, am Freitag so ein Videoclip zu machen, so eine Art Videosendung zu machen. Nur noch freitags, die anderen mache ich so zwischendurch, die Cut-Videos und auch die Sendung, wenn ich Lust und Laune habe, so wie an dem einen Tag, da ist das Ding ja regelrecht explodiert, weil dieses Video dann, wer war das? Dyrichs, genau. Er hatte, genau, Phil Dyrichs hat es mir da gesagt, ey, schau mal, was die mit deinem Video machen. Macht mit dem Video, was ihr wollt. Ist okay. PR ist PR, schlechte PR oder gute PR ist PR. Solange es euch gefällt, ist es okay. Es soll euch ja nur gefallen, es soll euch ja ein paar Minuten irgendwie sagen, ey, das mache ich auch. Oder der hat recht. Oder er hat Unrecht. Und so weiter und so fort. Ich möchte an sich so eine Art Kommunikation in dieser Community, Star Wars Community, möchte ich da so ein bisschen einpflegen. Viele schauen zu, viele kommentieren es oder sagen irgendwann, das reicht, ich glaub dir ja. Ne? Okay, das war aber nicht meine Absicht. War nicht meine Absicht. Ja, war nicht meine Absicht. Ne? So, ist halt so. Und hin und wieder bin ich, wie soll ich sagen, hin und wieder bin ich durch diese Amerikaner, durch diese Vielfältigkeit und weil ich mich wirklich damit beschäftige, auch Anrufe, du, ich brauche da irgendwas, kann ich, ich suche ja auch Unikate, meinen Kunden irgendwelche Unikate zu geben, sage ich, mal schauen, vielleicht mögen die Kunden das, viele Firmen rufen mich ja an und wollen ihre Sachen, dass ich das hier verkaufe, aber ich habe noch keinen gehabt, der Game of Thrones Figuren haben wollte oder so, oder World of Warcraft wollte auch keiner haben, also kann ich das nicht anbieten, biete halt nur das an und das reicht. Ja, also ich hoffe, dass ihr mich gleich noch seht nach diesem Cut mit der neuen Figur in der Hand. Ja? Wenn nicht, dann sage ich das. Ja, logisch schon.